wie bringe ich das alles unter einen Hut zu bringen? Ich bin ehrlich, auch ich habe manchmal Grenzen. Ich stehe morgens auf, ich brauche locker ein bisschen über eine Stunde, bevor ich losfahre zur Arbeit, weil ich muss noch ein Meerschweinchen gucken, schminken, fertig machen, ich räume hier noch, ich räume da noch. Ich bin nicht so der Typ, aufstehen, anziehen, gehen. Und dann arbeite ich bis 16 Uhr, dann geht man meistens noch mal was einkaufen, bis ich daheim bin. Umziehen, Sport, Instagram nimmt viel Zeit weg, ganz ehrlich. Du letzten machst ein Video, dann schneidest, dann machst es hoch oder die Bilder oder du musst was schreiben, dann Kommentare, Antworten. Du bist ja immer dabei zu gucken, zu antworten, zu machen. Das nimmt viel Zeit weg. Duschen. Also meistens ist es dann Duschen, Essen, ist es dann 20 Uhr, 19 oder 20 Uhr. Wenn nicht schon 21 Uhr sogar, dann gucke ich noch eine Stunde Fernsehen und dann gehe ich ins Bett. Und das mache ich 4 Tage die Woche auf jeden Fall so. Wenn ich Restday habe, dann ist es fast nicht anders da. Weil dann hat man anstatt Sport, das ist ja nur eine halbe Stunde, ja, dann hast du was anderes zu tun. Dann muss ich mich mal um die Wäsche kümmern oder mal was anderes, mal saugen oder so. Also im Endeffekt, am Wochenende, ich komme da auch an meine Grenzen. Ich hatte letztens auch eine Phase, wo ich dann ein bisschen böse zu meinem Freund wurde, weil ich dann schon wieder in der Küche stand, schon wieder gekocht habe. Ich gesagt habe, warum koche ich denn schon wieder? Hallo, du könntest ja auch mal kochen. Und er kocht aber nicht. Er macht dafür halt viele andere Sachen, weil er nicht so gut kochen kann. Aber da ärgert man sich und dann merkt man schon mal, okay, du solltest jetzt mal einen Gang zurückschalten. Vielleicht machst du morgen mal einen Restday, weil du einfach Limit ist dann irgendwann bei mir auch dicht und ich versuche es dann halt am Wochenende wieder rauszuholen. Ich bin halt jemand, ich stehe früh auf, damit ich viel Zeit habe. Meistens muss man ja noch was im Haushalt machen, Sport machen und dann aber auch mal Fernsehen gucken, mal relaxen, abends gar nichts mehr machen. Aber es ist auch für mich nicht einfach, immer alles unter einen Hut zu bringen, bin ich ganz ehrlich. Weil allein für die Meerschweinchen brauche ich jeden Tag eine halbe bis dreiviertel Stunde, weil ich muss sie jeden Tag sauber machen. Ich muss immer dort kehren und die Pipi-Sachen Streu rausholen und so. Also ich krieg's hin, aber man muss versuchen, also mindestens einmal in der Woche brauche ich einen Tag, wo ich vielleicht ein bisschen, ja, wenigstens mal 2 Stunden mal was anderes machen kann und dann halt am Wochenende versuche ich mir wirklich viel freizuschaufeln. Wie viele hast du, Meerschweinchen? Wie heißen sie? Wie viele habe ich? Habe ich schon beantwortet. Sie heißen Paulchen, Pauline, Laura, Wanda und Karamell. Und es gab auch schon die Peggy und die Finny. Die meisten Namen, ich weiß nicht. Die kamen halt einfach so. Hier fragt jemand, wie lange es gedauert hat, bis ich die ersten Erfolge bemerkt habe. Also ich habe ja vor 2 Jahren mit Body Shape angefangen, also im März 2015, habe da das fortgeschrittene Programm gemacht und die ersten Erfolge, die kamen damals so nach 6 Wochen ungefähr. Ja, da habe ich so die ersten Erfolge gemerkt. Genau. Und jetzt habe ich ja das Profi 2 und jetzt sind es auch wieder so 6 bis 7 Wochen, wo ich die weiteren Erfolge merke, sage ich mal. Also es dauert so nach 2 Wochen. Kommt noch nichts, so nach 4 meistens auch noch nicht, kann schon. Kommt auch drauf an, ob du viel abnehmen willst oder nicht viel, ob Restspeck oder doch ein bisschen mehr. Aber man sollte Geduld mitbringen, das ist echt das Wichtigste. So, langsam wird es jetzt hier dunkel. Naja, ich glaube, ihr seht mich noch. Was war das für ein Moment, als du sagtest, dass du abnehmen möchtest? Und wie bist du dann vorgegangen? Das ist die erste Frage. Hier bei einer Person, die das übrigens, das kann ich ja mal sagen, die liebe Lali Mefe, oh Gott, ob ich das nicht ausspreche, die hat nämlich das vorgeschlagen mit dem Q&A. Der Moment, als ich abnehmen wollte. Also da gibt es zwei Momente. Abnehmen will ich ja schon, seit ich 20 bin, 19 bin, jetzt bin ich 30. Ja. Der erste Moment war damals mit meinem allerersten Freund, waren wir in Trier. Ich sage das jetzt richtig, waren wir in Trier? Ich glaube schon. In einem Hotel, da gab es einen Pool innen drinne und wir sind da an dem Pool und ich hatte ein Bikini an und und da standen Liegen um den Pool und die waren richtig eng, also konntest gar nicht groß da vorbeigehen und auf einem Pool lag ein Mädel mit einer richtig schlanken Figur und ich habe mich so unwohl gefühlt.
Und ich wollte auch gar nicht da sein. Ich wollte am liebsten wieder gehen. Und dann, ich habe dann haben wir eine Runde geschwommen und hatte ich schon die Schnauze voll. Dann sind wir wieder hoch. Und damals habe ich im Hotel im Spiegel, mir habe ich mich im Spiegel angeguckt mit dem Bikini, nachdem wir da unten gewesen waren, habe gesagt, nee, ich habe die Schnauze voll. Ich kann das nicht mehr. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich gefalle mir nicht. Ich muss jetzt was machen. Es geht nicht mehr. Und ab da war der Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt muss ich abnehmen. Ich war schon immer moppelig, wirklich. Aber ich wollte nie abnehmen irgendwie. Ich war immer moppelig und war nicht so zufrieden, aber abnehmen wollte ich dann, habe ich nie drüber nachgedacht, so als Jugendliche. Aber dann so mit 20 war halt der erste Moment da, mit dem Pool da. Das war nicht schön. Ja, und dann folgte halt eine Weight Watchers-Diät ohne Sport. Damals waren die Punkte ungefähr so 1200 Kalorien. Das habe ich irgendwann später mal ausgerechnet. Ja, ich habe dann ein bisschen abgenommen auf der Waage, aber die Form hat sich nicht wirklich verändert. Ich glaube, ich hatte um die 68 Kilo oder was. Aber wenn du überlegst, jetzt habe ich so um die 64 Kilo, 63, 62, schwankt ja halt so. Kann es euch jetzt nicht genau sagen. Irgendwas zwischen 62 und 64 zeigt meine Waage immer an, jeden Tag mal was anderes. Und damals hatte ich jetzt nicht so viel mehr. Ja, aber es war halt einfach Muskelverteilung 0 und Fett. 100% so in etwa. Und dadurch, dass ich keinen Sport gemacht habe, hat es dann bei 60 Kilo aufgehört. Aber die Form war halt nicht toll, weil, ja, wenn du nicht viel Muskeln hast, dann hast, ja, dann hat es stagniert, klar, weil der Körper hat irgendwann dann auch gesagt, so, jetzt habe ich die Schnauze voll, das wird doch hier nichts. Dann war ich frustriert, habe halt wieder angefangen zu normal, in alle falsche Gewohnheiten zu verfallen, in die alten. Hab dann wieder alles zugenommen. Dann habe ich gesagt, okay, ohne Sport ist nichts. Hab dann mir einen Crosstrainer geholt. Damit lief es dann so ein bisschen. Dann habe ich gesagt, okay, wir melden uns mal wo an. Bin dann zu Calorie Coach gegangen. Sowas wie Mrs. Sporty, so ähnlich. Da habe ich aber auch nur 1200 Kalorien und so weiter. Das müsste ich ja wieder mal in einem neuen Video machen, sonst wird das jetzt hier zu viel. Wenn ihr mal Bock habt über meine ganze Abnehmgeschichte, was ich schon alles erlebt habe, durch habe und Tipps und Tricks und was mir geholfen hat und was mir so dazu einfällt, dann würde ich dazu ein Video machen. Schreibt das mal drunter. So, und der zweite Moment zum Abnehmen, das war jetzt, wo ich mit Body Shape angefangen habe. Das war, nachdem wir nicht in diese, sondern in die letzte Wohnung, wo ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, wie das ist. Zu zweit schmeckt es besser vom Fernseher, Chips, Gummibärchen, Pizza abends. Ja, und dann habe ich halt schon arg zugenommen. Hatte dann, glaube ich, knapp fast 70 Kilo. Hatte da aber auch keinen Sport mehr gemacht. Also war auch nicht mehr so doll. Und ja, da war es so, ich habe schon immer so Kleidergröße 38, 40 untenrum und obenrum 38 getragen. Schon so um den Dreh. So. Nachdem ich so die Konformation hatte, da hatte ich nämlich einen Schub gemacht, bin ein bisschen gewachsen, habe da hatte ich so 38. Vorher war ich eher ein Pummelchen. Und, oh Gott, wo war ich jetzt stehen geblieben? Das wird viel zu viel. 28 Minuten. Naja, entweder ihr hört mir zu oder ihr hört mir nicht zu, wie ihr das meint. Ach so, genau. Und da war es dann so der Moment, Dezember 2014 war dann der Moment, wo ich meine Klamotten angezogen habe und ich wirklich teilweise nicht in die Hosen reingepasst habe. Es hat nicht gepasst und ich habe Pullis oder T-Shirts angezogen, die normalerweise normal saßen, wo wirklich presseng saßen, presseng. Ich habe mich sowas von unwohl gefühlt. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass ich so zugenommen habe. Ich weiß nicht, damals nach dem Umzug, da war ich noch relativ, ja, da war ich früher noch ins Fitnessstudio gegangen und ja, viel Sport habe ich da nicht gemacht. Aber die Figur war okay, sag ich mal. Und durch den Umzug, da ist man ja eh, ist man alles am Rennen und am Wursteln und beschäftigt und verbrennt viel, sag ich mal, weil du ja ganz auf die Beine bist und rumrennst und stemmst und trägst und isst auch nicht so viel, weil du nicht so viel Zeit hast. Und da hatte ich sogar erst ein bisschen abgenommen, habe ich das Gefühl, ja, und dann ging es so bach runter, nachdem die Wohnung eingerichtet war. Und das war dann der Moment, wo ich. Dann habe ich jemanden, ein Mädel kennengelernt, der ging es auch so, die wollte auch abnehmen. Dann haben wir uns unterhalten, ja, wir könnten ja zusammen abnehmen, was dann aber. Ich habe keinen Kontakt dann mehr mit ihr gehabt, hat nicht so hingehauen. Aber da habe ich mich dann irgendwann mal auf die Waage gestellt, da waren es auch wieder 69,9. 69,9.
Ich weiß, für manche, die mehr Gewicht haben, die sagen sich, ja, ich wünschte, ich hätte das. Ich weiß, ihr müsst immer dran denken, für jeden ist ja was anderes ein Ziel. Für mich war das schon viel. Ich habe gesagt, nee, die 70 Kilo, die will ich nicht haben. Nee. Und ich weiß noch, ich habe auf der Arbeit gesessen, ich hatte so einen Pulli an und ich konnte mich so ein bisschen mit den Armen auf dem Bauch so ein bisschen abstützen. Und ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Oh mein Gott. Und ich habe Bilder gesehen. Ich sah aus wie so eine Mupfel. Ich habe mich damals aber davor, bei den Bildern habe ich mich so nicht gefühlt. Ich habe das gar nicht gemerkt mit dem Zunehmen so richtig. Erst dann später, wo es dann zu spät war, habe ich gemerkt, oh nee. Ja, und dann war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, es geht nicht mehr, ich muss jetzt was machen. Dann habe ich mich wieder im Fitnessstudio angemeldet, da bin ich dann auch 3, 4 Mal die Woche hin, ganz fleißig. Dann irgendwann war es nur noch 3 Mal, 2 Mal, 1 Mal, kein Mal. Jedes Wochenende, nachdem ich gefuttert habe wie ein Weltmeister, Pizza hier, Gummibärchen da. Ah, ab Montag wird alles anders, da fange ich wieder an. Und ja. Montags vorgenommen, ins Fitnessstudio zu gehen und dann schon, wenn Feierabend war, oh Gott, jetzt muss ich ins Fitnessstudio, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock. Dran vorbeigefahren, war nicht auf dem Arbeitsweg, heimgefahren, ja, Gummibärchen gekauft, Pizza gekauft, zack, weiter ging's. Und das war dann, also ich habe dann im Fitnessstudio, dadurch, dass ich natürlich am Anfang ein bisschen Sport gemacht habe, ich schon abgenommen, ein bisschen, ganz wenig, aber dann ging es ja eher wieder hoch so langsam, weil ich mir nicht mehr gegangen bin, weil das einfach nicht meins war. Mit diesem stundenlang ins Fitnessstudio gehen, das war halt einfach nicht meins. Heute fände ich es vielleicht besser. Heute würde ich mit Gewichten trainieren, halbe Stunde, die Grundübungen, dann fände ich es top. Aber damals habe ich halt auch gedacht, ich müsste 2 Stunden mich da rumschlagen. Stunde auf dem Crosser, Stunde was anderes. Und ja, da war dann der Moment, okay, Fitnessstudio ist auch nicht meins. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich im Februar, glaube ich, 2015, YouTube gegoogelt, irgendwas mit Abnehmen oder was. Und bin ganz zufällig auf die liebe Bodykiss-Seite gekommen. Und ich war so verzaubert von der Anne. Ich habe alle Videos angeguckt, das und das und dies und jenes und dieses und dachte, oh, was sie sagt, ist klasse. Und ja, und zufälliger kam dann kurz danach das Programm raus. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt deine letzte Chance. Wenn es dann damit nicht klappt, lässt es einfach. Weil wenn du überlegst, dass ich abnehmen will, seit ich 19 bin, was habe ich gesagt, 19, 20 irgendwas, und dann wirst du schon 27 oder was, ja. Da sollte man langsam mal Inventory raus haben oder man lässt es einfach. Und habe mich dann fürs Programm angemeldet. Ja, und das war so der zweite Moment, wo ich gesagt habe, ich will abnehmen, wo dann halt echt nichts mehr gepasst hat. Aber so viele Fragen sind es nicht mehr. Was würdest du für einen Rat geben, wenn jemand gerne abnehmen möchte, aber vorher noch nichts mit Sport oder Ernährungsumstellung am Hut hatte? Sollte man sich direkt auf beides konzentrieren oder erstmal nur zum Beispiel auf die Ernährung? Schwere Frage, weil ich denke, das ist für jeden anders. Aber wenn es jetzt um mich geht, um meine Erfahrung, ich würde mich auf beides konzentrieren, aber bei beidem nicht so reinsteigern. Sprich, beim Sport würde ich langsam anfangen. Vielleicht erstmal 2 Mal die Woche. Kommt drauf an, was ihr jetzt machen wollt. Laufen, joggen gehen oder HITs, halbe Stunde. Wenn ihr jetzt noch gar nichts habt, dann macht die HIT-Anfängerprogramme, gehen 15 Minuten, 2 bis 3 Mal die Woche. Fangt doch langsam an. Wenn dann so ein paar Wochen vergangen sind, so 2, 3, 4 Wochen, und ihr sagt, ja, das macht mir Spaß und das funktioniert, dann könnt ihr ja auch 3 Mal die Woche machen. Ich meine, ihr merkt das ja, wenn ihr plötzlich Bock drauf habt, dann macht ihr halt mehr Sport. Aber ich würde halt erstmal 2 Mal die Woche machen, einfach damit man auch nicht so überfordert ist. Und bei der Ernährung würde ich auch anfangen. Aber ich würde jetzt nicht anfangen, oh, ich dürfe jetzt kein Süßigkeiten mehr und keine Pizza mehr und ich dürfe nur noch Gemüse essen und, ne, ihr wisst, was ich meine, nur noch Haferflocken, nur noch Vollkornsachen. Ich würde mir so 1, 2 Bausteine raussuchen, die so wo es am meisten hängt. Ja, sei es, dass man sich jetzt jeden Tag was Süßes abends gönnt und eigentlich das gar nicht will oder dass man vielleicht immer so viel ist, obwohl man ja schon satt ist, dass man halt mal sagt, so 2 Sachen picke ich mir raus, wo ich sage, okay, das sind so meine größten Baustellen, da arbeite ich dran, ja, dass ich sage, okay, ich gönne mir mal was, aber nur am Wochenende mal einmal oder so. Das würde ich machen. Ich würde beides machen, aber bei beiden echt langsam anfangen
Weil dieses, man will alles auf einmal, ich gehe jetzt fünfmal in die Woche ins Fitnessstudio und ich tue mich nur noch gesund ernähren, das funktioniert, das, also meiner Meinung nach, in den seltensten Fällen funktioniert das, geht meistens nach hinten los. Erstmal so auf kleine Sachen konzentrieren. Meine Lieblingsmusik und mein Lieblingsfilm. Ob ich Rock oder Hip-Hop höre, eher. Eher Pop. Alles, was so bei UFM läuft, das ist meins. So die Charts halt. Ich habe da auch keine Lieblingsband. Ich bin auch nicht mehr so musikinteressiert. Ich kenne da nicht so die. Ich kenne die Musik, aber ich kann euch nie sagen, welcher Künstler das ist oder wie das Lied heißt. Ich finde das dann einfach toll und dann ist gut. Ja, Pop. Also was so in den Charts läuft, ist meins. Und Lieblingsfilm, oh, das ist schwierig. Das wechselt bei mir. Also mein absoluter Lieblingsfilm, den ich fast jedes Jahr gucke, das hatte ich schon mal auf Instagram geschrieben, ist Liebe braucht keine Ferien. Aber ich bin so ein Action-Fantasy-Fan. So, oh, so Tribute von Panem, Harry Potter. Gut, das ist jetzt nicht Action, aber auch Fantasy. Egal, Fantasy oder Action oder Fantasy und Action. So, das ist echt meins. Und die Filme gehe ich so gern rein. Das, wo die anderen schon Leute sagen, oh, das ist ja überhaupt nicht realistisch, das finde ich gut. Zum Beispiel Herr der Ringe ist zum Beispiel nicht meins. Kann ich jetzt nicht sagen, warum, ist nicht meins, aber Twilight, ja, das ist auch so meins. Oder was lief denn jetzt erst im Kino? Ja, so mit so Raumschiffen. Ja, Star Trek fand ich auch richtig gut. Ja, das ist so meins. Aber ich habe gar keinen genauen Lieblingsfilm. Ich mag immer die Filme, die nur ins Kino kommen, die gut sind. Hallo, meine Liebe. Welche Übungen fallen dir am schwersten? Welche am leichtesten? Kannst du Ninja, Tankjumps? Hast du Tipps? Ganz ehrlich? Nee, kann ich nicht. Ich nehme mir immer vor, wenn die im Workout rankommen, nehme ich mir immer vor, dass ich die bald mal übe, damit ich sie bald kann. Ich kann sie nicht. Ich komme einfach nicht hoch. Wobei ich eh immer ein bisschen Probleme habe, auch bei denen, wo du die Rolle nach hinten machst, auf den Bobo zurück und wieder hoch, komme ich nicht auf die Füße. Irgendwie habe ich da verkürzte Beine. Ich weiß auch nicht. Ich komm da nicht hoch. Wenn ich Hantel nehme mit dem Gewicht nach vorne, dann geht das. Ansonsten nicht. Nee, ich schaffe die auch nicht. Ich mache die dann halt so, dass ich die Hände abstütze und hochhüpf und dabei halt richtig Power gebe, wenn ich es schon nicht schaffe. Ja, da ärgere ich mich jedes Mal, wenn die kommen. Weil ich mir denke, okay, du bist Profi und kannst du nicht. Aber ich krieg's nicht hin. Ich hab's. Auf einen Seite ist, glaube ich, ein bisschen Angst, auf die Nase zu fallen. Ich habe es einmal fast hingekriegt. Wirklich fast. Also, es war fast geschafft, aber danach wieder nicht mehr. Ach, ich mache mir da aber auch keinen Stress. Ich muss da mal, wenn ich jetzt mit dem Profi 2 durch bin, muss ich mal gucken, dass ich auch mal einen Tag einlege, wo ich mal die Sachen, die ich nicht so gut kann, dass ich da mal dranbleibe und die mal probiere. Also Tipps habe ich keine. Ich kann sie auch nicht. Und welche Übungen fallen mir schwersten? Ja, die fallen mir schwer. Und was mir auch sehr schwer fällt, ist die, oh Gott, diese ganzen englischen Bezeichnungen weiß ich jetzt gar nicht. Diese Crabbies, wo man so die Arme nach hinten macht und dann die Beine so in die Luft. Wisst ihr, was ich meine? Mit dem Arsch nach oben und dann, oh, das zieht immer so und ich kriege die Beine gar nicht so hoch. Also das da Wahnsinn. Die Anne wirft da die Beine hoch, okay, und ich hänge da wie so ein Quarkfrosch. Die fallen, also was heißt schwer, aber ich finde die schon schwer. Was, das fällt mir, ja, dieses Rollover da nach hinten, das fällt mir schwer. Also dieses Hochkommen, das schaffe ich nicht. Ja, das sind so die drei, die mir ziemlich schwer fallen. Was mir leicht fällt, inzwischen die Liegestütze. Da bin ich stolz drauf. Ich konnte am Anfang vor 2 Jahren keine richtige Liegestütze. Wirklich, ich schwör's euch, ich konnte keine. Und die sind inzwischen so gut, auch durch jetzt das Profi 2 geworden. Da habe ich erstmal gemerkt, oh, ich meine, ich hau da jetzt keine 50 Stück weg, ja. Ich kann da jetzt nicht so viele, aber dafür, dass ich gar keine konnte, bin ich da schon stolz. Was fällt mir noch leicht? Ja. So, Running on the Spot und mit Knie richtig hoch und alles, was so Cardio ist. Gibt auch einige Kraftübungen, wo ich überrascht bin, dass ich da doch ganz gut drin bin. Ja, als was arbeitest du, habe ich ja schon beantwortet. So, wir sind durch. Das waren die Fragen. Waren gar nicht so viele, aber dadurch, dass ich bei vielen so lang geschwätzt habe, sind wir jetzt bei, ja, fast 40 Minuten. Und mir tut es wahnsinnig leid. Ich habe wieder nicht, jetzt fällt es mir gerade auf, in die Kamera geguckt. Das ist halt das Blöde am Handy, dass man eigentlich da ins Loch gucken müsste, aber durch das Schwätzen und man guckt ja immer noch mal sich an und guckt kontrolliert, ist die Gestik okay und so, es ist ein bisschen komisch.
Mit einer richtigen Kamera weiß ich gar nicht, ob das da besser wäre. Ich versuche mich zu bessern, wenn ich ein neues Video mache. Falls ich ein neues Video mache, falls ihr interessiert seid. Ja, ich würde mich super freuen, wenn ihr ja, mir Feedback gebt, ob es gut war oder nicht. Und wie gesagt, wenn euch mal ein Video zu meinem, ja, was ich so alles in der Diät erlebt habe, also was ich schon gemacht habe an Sport, Diät, was meine Erfahrungen sind, Tipps, schreibt es mir drunter, dann könnte ich ein Video machen. Oder halt über die Merlis. Oder beides. Schreibt es einfach. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, ihr Lieben.